Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf unserem Kanal und ich bin hier gerade in meiner kleinen Surferbutze bzw. in meinem Zimmer und falls ihr euch wundert, warum das hier alles so anders aussieht, ist einfach so, weil ich das Setup ein bisschen ändern wollte. Wie auch immer Leute, in 2 Wochen bin ich wieder in Deutschland, das heißt, ihr bekommt wieder die gewohnte Kulisse, die ihr wahrscheinlich schon gewohnt seid. Sorry Leute, dass ich das Video jetzt hier an dieser Stelle unterbreche, aber ich bin gerade am Schneiden und mir ist gerade beziehungsweise mir und Alex ist gerade was eingefallen, wie wir euch einen Tipp geben können, um Geld zu verdienen beziehungsweise ein bisschen extra Cash zu verdienen. Aber wie gesagt, für diesen Tipp bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, weil ich will das Video jetzt nicht unterbrechen. Ich will nicht lange rumschnacken und direkt mit dem Thema anfangen. Und zwar ist es, was soll ich mit meinen Schuhen machen, die ich erfolgreich gekauft habe? Sei es der Jordan 1 Travis, den ihr bekommen habt, der Nike Sakai oder ein Yeezy V2 Triple Black. Also ihr habt jetzt den Schuh bekommen und fragt euch, ja, was soll ich machen? Ich bekomme sehr, sehr viele Fragen auf Instagram. Soll ich den stocken oder soll ich den jetzt direkt verkaufen? Ich bin der Meinung, dass ihr vor dem Kauf, also bevor ihr überhaupt den Schuh kauft, euch schon mal einen kleinen Plan machen müsst, ob ihr den Schuh verkaufen wollt oder stocken wollt. Meistens bin ich aber ein Fan von direkt verkaufen und nicht lange stocken. Und wie gesagt, Leute, ihr habt eigentlich so 3-4 Möglichkeiten, was ihr mit dem Schuh nach dem Release machen könnt. Ihr könnt den erstens direkt verkaufen, zweitens stocken, drittens traden oder viertens, was man eigentlich machen sollte, ist den Schuh tragen. Aber wir wären ja nicht hier bei meinem Resale Guide, wenn wir den tragen würden, weshalb wir die vierte Option direkt mal wegschlagen. Traden will ich erst am Ende besprechen und fangen wir direkt mal an, sellen oder stocken. Wenn ihr den Schuh verkaufen wollt, bin ich der Meinung, dass ihr den Schuh direkt verkaufen sollt, so schnell wie möglich. Denn ich habe schon öfters gesehen, dass der Markt hoch und runter gehen kann, wie auf einer Achterbahnfahrt. Also ich bin meistens der Meinung, dass man den Schuh direkt flippen soll. Erstens, man hat den Schuh für Retail bekommen. Das heißt, ist schon mal mega nice. Also kann man den eigentlich direkt verkaufen. Ein weiterer Grund, warum ihr den Schuh direkt verkaufen solltet, falls ihr den in-hand habt, das habe ich auch schon mal in einem anderen Video erwähnt. Ich kann das mal hier einblenden. Und zwar habe ich da euch erklärt, wie das Ganze funktioniert mit den asiatischen Käufern. Und zwar ist es meistens so, dass am Anfang, dass ihr da noch quasi die reichen Leute habt, die auch bereit sind, den Schuh für einen sehr, sehr hohen Preis zu kaufen. Sei es, weil die eine Pre-Order haben oder weil die einfach viel Geld haben und den Schuh schnell haben wollen. Nach einer Zeit filtern sich aber dann die reichen Leute raus. Und das hat man dann auch sehr, sehr gut gesehen bei dem Travis Scott, wo die Leute dann vor dem Release oder direkt am Release-Tag den Schuh für über 1000 Euro gekauft haben. Nachdem die ganzen potenziellen 1000 Euro Käufer weg waren, gibt es dann nur noch diese Mittelschicht bzw. diese Semi-Reichen, die anstatt 1000 Euro für den Schuh nur 800 oder 700 Euro bezahlen wollen. Und da sieht man dann auch, dass ihr den Schuh auch direkt verkaufen hättet können. Kommen wir dann zu der zweiten Sache, die ihr mit dem Schuh machen könnt, und zwar wäre das Stocken. Falls ihr nicht wisst, was Stocken heißt, ist es einfach, den Schuh zu behalten, den nicht zu tragen und einfach liegen zu lassen und zu warten, bis der an Wert steigt. Ich muss sagen, dass Stocken eher für die Leute ist, die auch relativ viel Kapital haben, die für die es kein Problem ist, einfach mal einen Schuh, sei es irgendeinen 300, 400, 500 Euro Schuh, ein Jahr zur Seite zu legen und zu warten, bis der Preis hochgeht. So könnt ihr passiv immer ziemlich viel Geld machen und müsst nicht richtig viel hustlen oder irgendwie den Schuh ständig verkaufen oder versuchen zu verkaufen. Das heißt, es ist ganz einfach, ihr lasst den Schuh einfach liegen, wartet, bis der Markt sich ein bisschen beruhigt und dass die ganzen Schuhe vom Markt auch weggehen, dass die Leute, die den tragen wollen, auch alle kaufen. Ich muss sagen, dass der Preis von dem Schuh meistens so nach 2-3 Monaten ein bisschen runtergeht. Einfach deswegen, weil der Schuh nach einer Zeit ein bisschen irrelevant wird und die Leute schon ein bisschen gesättigt sind von dem Schuh. Die Nachfrage ist dann auch ein bisschen niedriger. Aber meistens nach so 2-3 Monaten, ich würde sagen ab dem 4. Monat, ist natürlich immer unterschiedlich bei jedem Schuh, wie das Ganze abläuft. Aber ich würde sagen, so nach dem 4. Monat sieht man dann, wie der Schuh wieder langsam hochsteigt und zu dem Preis kommt, wo er auch eigentlich sein sollte. Zu dem Zeitpunkt, so nach 4-5 Monaten, seht ihr dann, dass die ganzen Reseller den Schuh schon verkauft haben. Dann habt ihr nicht mal das Problem, dass ihr euch gegen andere Verkäufer quasi battlen müsst. Das heißt, wenn ein Käufer ein Gebot von beispielsweise 800 hat und du als Verkäufer den Schuh für 900 hast und es quasi zwei Verkäufer gibt, dann gehen die immer meistens so Stück für Stück runter, bis sie dann irgendwann bei dem Käuferpreis angekommen sind. Das habt ihr dann nicht, sondern ihr habt dann das Privileg, dass ihr quasi den Schuh habt,
Die meisten anderen Schuhe sind schon vom Markt. Das heißt, die Käufer müssen sich gegenseitig jetzt betteln, um an eurem Preis ranzukommen. Das heißt, ihr habt quasi die Hebeln in der Hand. Ich weiß gar nicht, ob man das so sagt. Ich finde es aber ganz witzig so, by the way, Leute, ich versuche hin und wieder mal ein paar deutsche Sprichwörter zu benutzen. Ich bin ja hier in Amerika und ich rede eigentlich gar kein Deutsch, weshalb meine Deutsch-Skills auf jeden Fall ein bisschen gedroppt sind. Aber eine weitere Sache, die ich euch auf jeden Fall geben möchte, falls ihr irgendwas stocken wollt. Sehr, sehr wichtig ist es, geduldig zu sein. Ihr dürft nicht in Panik geraten, falls ihr mal seht, dass der Schuh nach 2-3 Monaten runtergeht. Wie gesagt, Leute, meistens geht der Schuh auch wieder hoch. Es sei denn, kommen wir mal zu dem nächsten Punkt, irgendwas passiert. Also man kann die Preise wirklich nie zu 100% predicten. Es kann immer mal ein Restock kommen, es kann irgendwas passieren mit dem Schuh oder irgendeine Story oder sowas. Nehmen wir mal als Beispiel den Yeezy Zebra, der 2017 rauskam. Anfangs ging er so für 1500 mäßig um den Dreh. Auf einmal kam Restock, Preise sind auf 500 gedroppt. Hätte eigentlich keiner erwarten können. Die ganzen Reseller haben aus Panik den Schuh verkauft. War auch eigentlich gut so. Dann wurde noch der dritte Restock angekündigt. Und dann lag der Schuh bei nahe Retail, also bei um die 300 bis 350 Euro. Damit hat halt echt gar keiner gerechnet. Sowas kann aber auch ganz im Gegenteil passieren. Es kann irgendwas passieren, wie zum Beispiel beim Sean Wotherspoon, dass er die Kollabo mit Nike komplett beendet. Danach hat man direkt gesehen, dass der Schuh übelst gestiegen ist. Meine US9, die ich noch zu Hause rumliegen habe, ist auf einmal auf 1000 gestiegen. Mittlerweile ist der Preis aber auch wieder runtergegangen auf 800 bis 900 Euro, was immer noch sehr, sehr viel ist, aber ich hätte den Schuh auch für den Preis damals für 1000 Euro verkaufen können, habe ich aber nicht, was jetzt im Endeffekt ein bisschen dumm war. Kommen wir dann mal zu der letzten Sache, was ihr mit dem Schuh machen könnt, und zwar wäre das ein Trade. Traden bin ich ehrlich gesagt nicht so der große Fan von, weil ihr dort echt mies Prediction Skills haben müsst, weil falls ihr beispielsweise jetzt einen Travis Scott Jordan 1er habt und jemand mit euch den Sean Wotherspoon traden will, ja, momentan gehen die für den gleichen Preis, aber ich bin der Meinung, dass der Travis Scott in der Zukunft viel, viel höher gehen wird als der Sean Wotherspoon. Da müsst ihr halt quasi so entscheiden, welcher Schuh mehr wert sein wird. Ist der Trade wirklich wert oder nicht? Also müsst ihr auf jeden Fall mal schauen, wie ihr das Ganze macht. Aber generell bin ich kein großer Fan von Trades. Man kann aber auch ziemlich gute Deals mit Trades machen, wie zum Beispiel Gianni, Grüße an dich an dieser Stelle, der einen Travis Scott Jordan gegen irgendwie einen Off-White Hoodie von ihm getauscht hat oder so ein Scheiß. Also auf jeden Fall mega guter Deal von ihm. Ansonsten war es das eigentlich auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt zum Thema Resellen oder zu dem Thema Stocken oder Verkaufen, dann könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben oder mir auf Instagram schreiben. Ich bin da immer ganz offen für irgendwelche Tipps und sowas. Außer das wurde schon in mehreren Videos erwähnt, dann schicke ich meistens nur das Video, damit ihr euch selber nochmal anschauen könnt. Ansonsten Leute, abonniert diesen Kanal, um immer up to date zu bleiben mit allen Sneaker-Releases und allen Sneaker-Resell-Tipps von mir. Am Donnerstag circa oder am Dienstag, da bin ich mir noch nicht sicher, werde ich nochmal ein Video hochladen, wie ihr den Yeezy V2 Landmark bekommt. Ich weiß gar nicht, welcher gerade in Europa rauskommt. Auf jeden Fall der in Europa rauskommt. Da kommt nochmal ein Resell-Guide von mir. Ansonsten Leute, sieht man sich beim nächsten Video wieder. Ciao. Zum Tipp, den ich euch am Anfang versprochen habe, und zwar geht es darum, dass es eine App gibt, die heißt Numbers. Das ist eine Online-Banking-App, also ist jetzt kein Paid Product Placement oder irgendwie sowas, sondern ich habe es einfach auf Instagram gesehen, und zwar könnt ihr dort eure Freunde einladen, diese App zu benutzen, und für jeden Download und Anmeldung, die ihr über diese App bekommt, bekommt ihr 10 Euro, was unnormal viel ist. Das heißt, wenn ihr irgendwie 30, 40 Freunde habt, die die App runterladen durch euch, könnt ihr easy mal 40, 50 Euro machen. Wir haben das jetzt gemacht. Wir sind sogar relativ schnell, ehrlich gesagt, auf 2000 Euro alleine durch Instagram gekommen. Freunde von mir haben damit angefangen, haben das deren Eltern geschickt, deren Freunde in der Unis geschickt. Also auf jeden Fall eine mega nice Option, da Geld zu verdienen.
nehmen wir mal als Beispiel, ich teile mit euch den Link. Damit verdiene erstens ich Geld und zweitens verdient ihr auch damit Geld. Das heißt, wenn ihr über meinen Link das downloadet, bekommt ihr 10 Euro geschenkt von der App, so wie ich 10 Euro. Das heißt, beide profitieren. Und wenn ihr das weiter und weiter macht und immer mehr Leuten empfiehlt, bekommt ihr immer mehr und mehr Geld. Das heißt, ihr könnt bis zu 2000 Euro easy verdienen, einfach indem ihr diesen Link weiterschickt und sagt, yo, lad das mal runter auf Ehrenmann-Basis und checkt mal die App aus. Also das ist so ein... quasi so eine Promo-Aktion von denen gerade. Also checkt es auf jeden Fall ab. Link von uns ist in der Beschreibung. Ich hoffe, ihr habt es ungefähr verstanden und ihr seid nicht allzu sauer, dass ich das jetzt hier noch mit ins Video reingebracht habe. Aber ich wollte es euch auf jeden Fall nicht vorenthalten und ja, viel Spaß beim Geld verdienen.